Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen kleinen Plauderei hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, ihr habt es auf dem Titelbild schon gesehen, um was für einen Duft es heute geht. Aus dem Hause Asa, den Explosion. Ja, das Haus Asa, muss ich sagen, kannte ich bis vor einiger Zeit auch noch nicht. War mir auch völlig unbekannt. Weiß jetzt auch gar nicht mehr, wodurch ich darauf aufmerksam gemacht wurde oder geworden bin. Entweder durch einen anderen YouTube-Kanal oder jemand von euch hat es irgendwie mir gesagt in den Kommentaren. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Naja, jedenfalls habe ich dann mal bei Notino geguckt. Und ja, und fand die ganz interessant, die Düfte. Und dann habe ich mir dann mal einen hier bestellt, von dem ich dachte, na gut, da könnte mich interessieren, also von der Duftpyramide her. Und ich muss sagen, ich habe den Duft genauso, der riecht genauso, wie ich ihn erwartet habe. Also ne, es gibt ja gewisse Duftpyramiden mittlerweile, man sieht ja dann auch ein bisschen aus, weiß man ungefähr, wohin so die Reise dahin geht. Und ja, habe mich sehr gefreut darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann es euch gleich sagen, es ist ein klassischer Fouchera Herrenduft. Betonung liegt auf Herrenduft. Ihr Ladies, jetzt tut mir leid, sorry, es ist ein Herrenduft. Also da gibt es nichts dran zu deuteln. Er ist deutlich in der Männerecke, in der maskulinen Ecke drin. Und genau, so mal vorab schon mal. Von daher, jo, ist erstmal hier mal nur für uns Kerle hier erstmal was. Genau. Ja, kurz noch zur Präsentation. Das ist also relativ unspektakulär. Ein ganz schicker Karton, muss ich sagen. Der Bett übrigens von Oktober 22. Ja, also ist. Ja, sieht schon sehr edel aus, ist es aber jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, aber ja, also ich finde schon für den Preis, ich habe jetzt, was habe ich bezahlt bei Notino, die hatten glaube ich damals auch wieder so eine Aktion, 20 Euro, 23 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau, mit Versand oder sowas. Haben im Moment auch gerade wieder Aktionen, also Notino hat ja immer wieder neue Aktionen mit Gutscheinen, 10%, 15% und so weiter. Lohnt sich immer wieder mal reinzugucken bei Notino. Und wenn euch mal ein Duft gefällt, der eine oder andere schlagt zu, weil es kann sein, dass es nächsten Tag schon wieder ganz anders aussieht, der Preis. Von daher, jo, wett mir vielleicht, das kann ich euch schon mal sagen, das eine oder andere Duft jetzt auch nochmal bestellen, auch vielleicht von Asa, weil mir das Dufthaus wirklich gut gefällt, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein feines Teil. Genau. Ja, aber nochmal ganz kurz hier zur Flakon. Der Flakon sieht, quält mir aus, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr schön schwer, schlicht, ist also nichts Spektakuläres dran, groß. Die Kappe oben ist übrigens Metall. Also das quält mir also sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also kommt jetzt eigentlich auch sehr, ja, schlicht, klassisch daher, edel, elegant, ja. Und wie gesagt, so riecht auch der Duft im Endeffekt. So kommt der Duft herüber. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, also es ist ein klassischer Herrenduft. Was mir auch schon jetzt auch gleich sagt, okay, also ist nichts für jüngere Männer, sage ich das mal. Also ja gut, das immer tragt ja, was er wollt. Ich meine, ihr wisst ja, ne? Aber den würde ich jetzt eher so, das ist so, eher so ein bisschen ein, fast schon ein bisschen ein Oldschool-Duft, sage ich das mal, ne? Aber das sind ja immer so diese ganzen Foucheren-Düfte, also die wirklich Foucher sind. Ja, so diese fadigen, moosigen, milchkrautigen, grünen Düfte so. Ne? Und da würde ich jetzt eher sagen, also mindestens mal 30 plus. Ne? Also, und ja, genau, also da sehe ich eher so den, ja, es hört sich immer so komisch an, den älteren Mann vor mir. Also jetzt hört sich immer so nach Rollator und nach Inkontinenz an, irgendwie, keine Ahnung. Aber nee, also, ich bin auch schon älter, mein Gott, ich werde ja nächstes Jahr 60. Also von daher, also, ne, also nicht falsch verstehen. Ja, also es ist schon was mit, wie gesagt, es ist ein klassischer Herrenduft. Ja,
Genau. Im Kopf haben wir Galbanharz. Galbanharz ist ja immer so, dieses Harz ist ja immer so balsamisch, rauchig, bisschen grün. Ne? Hat immer so, wenn man so in Düften grüne Noten drin haben will, ist meistens Galbanharz auch mit dabei, mit einem Teamplayer. Neben Eichenmoos und anderen krautigen Sachen oder auch mit grünen Kräutern drin und so. Ne? Fuschera-Düfte auch, die ja auch oftmals auch Lavendel drin haben und so. Ne? Also so das, diese Ingredienzien, das kann man dann schon ungefähr sehen, wenn man da so die Duftpyramide sieht. Ja, ne, was da so, wo da die Reise hingeht. Im Herzen haben wir Muskatnuss und in der Basis Zeder, Patchouli und Oud. Oud spielt hier allerdings keine große Rolle. Er ist auch relativ linear, der Duft. Der verändert sich nicht großartig. Und ich sprühe ihn mal. Der Sprüh ist auch sehr gut, muss ich sagen. Finde ich auch sehr gut. Ist jetzt, ja. Sehr lecker. Ja, hat so was Frisches drin, was Frisches, Grünes, Moosiges, Rauhiges, ein bisschen was Erdiges drin, so, ne? Also dieses, ja, so dieses, auch diese Muskatnuss, so ein bisschen was Würziges, aber teilweise, ne? So ein bisschen, ne? Also so ein, dieses, ja, holzig bisschen, ne? Der Patchouli, die Zeder. Also, ja, mag auch ein bisschen das Oud dann dabei sein, aber es ist kein Oud-Duft, ne? Es ist jetzt nicht so der klassische Oud-Duft, ist es nicht, ne? Es spielt so ein bisschen in diesen ganzen Akkorden ein bisschen mit. Und ich finde das Rad auch nicht neu. Es ist so ein, jo, halt, wie gesagt, wie soll ich sagen? Also, ja, ein Klassiker, ne? Also, so ein ganz klassischer Herrenduft. Da gibt es auch verschiedene andere grüne Düfte, die ich in meinem Repertoire habe. Von Latafa Bright oder von Amaf, denn ich da habe so die grünen Noten. Also so in der Reihe oder was ich da neulich mal vorgestellt habe von Parfums de Malien Burley. Also so, also da reiht er sich so ein bisschen ein. Und hat übrigens eine Mega-Silage. Das kann ich euch gleich sagen. Also mein Mann hat gestern ein bisschen auf seinem Arm drauf gesprüht. So. Das war hier. Hier ist ja unsere Sommerküche, drüben ist ja unser eigentliches Haus. Ich war gerade oben gewesen, dann eine Viertelstunde, halbe Stunde später. Und der Mann ist dann gerade die Treppe runtergelaufen. Ich bin dann ein paar Minuten später raus und habe ihn doch total noch gerochen. Also ich hätte ihn wirklich verfolgen können. Also so ein Silage habe ich so selten erlebt. Wie gesagt, er hat sich nicht viel drauf gesprüht gehabt. Also das muss ich sagen, das ist schon hier enorm. Also, ja, er ist jetzt aber nicht so das Biest, sage ich es mal. Ne? Er hebt bei mir so, ja, so 6, 7 Stunden hebt er bei mir schon so. Und, also da wird er schon, oder ein bisschen länger auch, aber dann ist er dann sehr, man nimmt ihn dann noch wahr, es ist dann, aber es ist dann hautnah, ne? Klar. Ne? Aber ansonsten ist der, wenn man ihn aufsprüht, erstmal schon sehr präsent, er ist da. Ist halt sehr maskulin, sehr männlich. Ja. Ich würde ihn aber auch so, kann ich euch gleich sagen, auch als Alltagsduft bezeichnen. Ja, den kann man so fürs Büro nehmen, für den Sport, für den Sommer, für den Winter, Herbst und so weiter. Also Frühling, das ist ja so ein Klassiker. Einfach halt ein klassischer Herrenduft. Ja, so ein schöner klassischer Herrenduft, Fouchéa. Jo, wie gesagt, die Duftpyramide ist jetzt sehr übersichtlich und wie gesagt, der Duft ist auch nicht sehr, verändert sich auch nicht, der ist, also bleibt auch so im Prinzip in diesem Bereich drin, ne, den ich gesagt habe, soweit. Ne? Und genau, ja, Haltbarkeit, wie gesagt, habe ich so 6, 7 Stunden, je nachdem. Und am Anfang, je nachdem, wie er denn aufsprüht halt, ne, ich bin ja da immer so ein bisschen, hey, ein bisschen üppiger, ne? Meinem Einsprühen. Von daher, also ich kann den rundum empfehlen, also für Freunde von euch, die auf diese klassischen Herrendüfte, auf diese klassisch Fougère Herrendüfte auch stehen, mit diesen leicht grünen, rauchigen, holzigen Noten, ist der hier perfekt. Wie gesagt, er macht es sehr gut hier bei euch in eurem Regal oder wo ihr immer den stehen habt, für das Geld. Also absolut ein solider, ehrlicher Duft, sage ich es mal, ja. Jo, in dieser Preiskategorie muss ich sagen, da gibt es auch
Designerdüfte, die sind wahrlich, wahrlich teurer. Ja. Und da kann ich jetzt, muss ich sagen, habt ihr hier einen echten Schnapper. Und wie gesagt, ihr kriegt hier wirklich einen sehr, sehr guten, schönen, soliden, fuchsia Herrenduft. Punkt. Jo. Ja, genau. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Jo, also, wie gesagt, ich habe den gestern ausgiebig getestet und ja, sehr gut befunden und gefällt mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, er findet das Rad neu. Aber ja, ne, guckt jetzt mal. Ne? Also gerade im Moment aktuell immer wieder. Also so roundabout um die 20 Euro kostet da bei Notino jetzt, also bei Asa. Die haben auch so, wenn selbst wenn die jetzt da mal Prozente drauf haben, also so diese Gutscheine, ja, das macht dann 2, 3 Euro aus eventuell. Aber er kriegt dann, also er wird auch nicht viel teurer dann ungefähr 20. Dann ja, wenn er 22 Euro bezahlt, ist auch gut. Also das könnt ihr locker dafür investieren. Also das ist kein Thema. Ne? Genau. Ja, genau. Damit wäre es auch schon wieder soweit. Wäre schon soweit fertig. Jo, ich denke dann, jo, sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Bedanke mich, wenn ihr mir ein kleines Däumchen hoch, ein Like da lasst oder sogar ein Abo, wenn es noch nicht getan habt. Darüber freue ich mich auch immer wieder sehr. Und ja, da sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bis demnächst.